Genau die gleiche Aufgabenstellung wie im letzten Film, nur die Funktion ist anders. Also, legen wir los. Ich habe die Funktion, ich habe die x-Achse und ich habe zwei Grenzen. Grenzen deswegen, weil x gleich 0 und x gleich 3 sind senkrechte Geraden und das sind eben nur die Grenzen. Das heißt, normalerweise würde ich jetzt die Fläche so berechnen, dass ich sage, ich brauche ein Integral von 0 bis 3. Muss aber unbedingt checken, ob zwischen 0 und 3 eine Nullstelle liegt. Weil ich darf nicht über Nullstellen hinweg integrieren. Also mache ich die übliche Nebenrechnung. Ich bestimme die Nullstellen. Also Nebenrechnung. Ich nehme 2x² minus 8x plus 6. Setze das 0. Verwende entweder ABC-Formel oder PQ-Formel. Für die PQ-Formel müssen Sie natürlich erst durch 2 teilen. Die detaillierte Rechnung spare ich mir. Wie immer, weil ich zu faul bin. Nee, weil sonst der Film zu lang wird. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie das bis auf Flüchtigkeitsfehler hinkriegen. Sie sollten rauskriegen, einmal 1 und einmal 3. Und jetzt ist die Katastrophe perfekt, wie eine Nullstelle liegt, nämlich zwischen 0 und 3. Und damit ist alles scheiße und ich muss die Fläche aufteilen. Und im Gegensatz zum letzten Film, wo ich, zum letzten Rechenbeispiel, wo ich eigentlich tricksen konnte, kann man hier nicht tricksen, denn wie sieht die Funktion aus? Es ist eine Parabel, die nach oben geöffnet ist. Und die hat eine Nullstelle bei 1 und bei 3. Das heißt, sie kommt von oben, geht durch die Nullstelle, geht durch die Nullstelle. Und ich will die Fläche von 0 bis 3. Und da ist tatsächlich so, ein Flächenstück liegt oberhalb, eins unterhalb. Und damit kann ich nichts kürzen. Ich kann also nicht tatsächlich von 0 bis 3 direkt ausrechnen. Es geht nicht. Also man muss hier auf jeden Fall abkürzen. Das heißt, ich bestimme einmal eine Fläche. Ich nenne es jetzt mal A1, die erste Fläche von 0 bis 1. Und dann bestimme ich eine zweite Fläche. Integral von 1 bis 3. Und die beiden Flächenstücke zähle ich dann zusammen. So, also Zwischenschritte, Nebenrechnungen mache ich hier alles weg und bestimme also die Flächen. Zuerst meine linke Fläche A1. F von x muss ich integrieren. Also legen wir los. 2x² integriert. x² wird zu x hoch 3. Die neue Hochzahl steht unten. Die 2 ist mit mal verbunden, bleibt stehen. Minus. 8x integriert. X integriert gibt x². Neue Hochzahl, die 2 steht unten. Ich habe also 8 durch 2 gekürzt. 4. 6 integriert, kriegt einfach ein x hinten dran. Also wird es zu 6x. Innengrenzen von 0 bis 1. Und jetzt setze ich die Grenzen einfach ein. Wenn ich 1 einsetze, habe ich 2 Drittel mal 1 hoch 3 minus 4 mal 1² plus 6 mal 1. Minus. Wenn ich 0 einsetze, 0, 0, 0, bleibt nichts übrig. Ich rechne jetzt nicht mehr so viel rum. Sie nehmen Ihren Taschenrechner, tippen den ganzen Schmorre ein, kommen auf 2, Periode 6, sprich 8 Drittel, je nachdem, ob Sie sich im Bruch anzeigen oder Kommazahl. Also eben, wenn Sie sich eine Kommazahl anzeigen lassen, ist das 2, Periode 6. Und jetzt machen wir das gleiche mit der zweiten Funktion. Stammfunktion. Die Stammfunktion habe ich ja hier schon. 2 Drittel x hoch 3 minus 4x² plus 6x in den Grenzen von 1 bis 3. Dann setze ich die Grenzen ein. Zuerst setze ich 3 ein. 2 Drittel mal 3 hoch 3 minus 4 mal 3² plus 6 mal 3 minus, dann setze ich die 1 ein. 2 Drittel mal 1 hoch 3 minus, oh, jetzt muss ich quetschen, 4 mal 1² plus 6 mal 1. Ich muss jetzt ein bisschen das zusammen quetschen. Ich hoffe, Sie können es noch lesen. Ich habe also einfach die 1 hier eingesetzt.
Sie schnappen sich wieder ihren Taschenrechner, tippen das ganze Zeug ein und sie sollten auf 0 kommen. Dann tippen sie dieses ganze ein, beziehungsweise das haben wir schon mal gerechnet hier. Das sind 8 Drittel. Und damit habe ich hier eine Fläche von minus 8 Drittel. Negative Fläche macht keinen Sinn. Das heißt nur, dass diese Fläche unterhalb der x-Achse ist. Ja, passt mal. Das heißt, ich sage, meine Gesamtfläche sind diese 8 Drittel plus diese 8 Drittel, das Minus lasse ich einfach weg. Komme also auf 16 Drittel. Als Kommazahlen wären es 5, Periode 3. Das ist mein Ergebnis. Ich bin glücklich und zufrieden.